Ja, servus meine Freunde, einen schönen Samstag wünsche ich euch allen. Und während hier hinter mir noch im Park friedlich Familien Basketball spielen und Fahrrad fahren und Fußball spielen, ist das Katastrophenszenario ja doch nicht so weit, mehr so weit weg. Wir haben ja Stand heute 3600 Infizierte in Deutschland. Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, befindet sich aktuell in Quarantäne. Und das sollte doch auch ein Alarmglöckchen mal angehen bei allen, damit die Lage nicht unterschätzt wird. Gestern wurden für heute beschlossen, dass alle Darmstädter Hallenbäder, Schwimmbäder geschlossen sind. Darüber hinaus alle gastronomischen Betriebe, die irgendwie mit der Stadt zu tun haben, alle Veranstaltungen sind untersagt. Und ab Montag werden die Schulen und Unis geschlossen. In Hessen und in ganz deutschlandweit wird das durchgezogen. Und ich finde die Maßnahmen auch absolut richtig jetzt. Man hätte es noch viel früher machen können. Nur der Fußball war wichtiger und das öffentliche Leben natürlich auch. Man hat das alles ein bisschen unterschätzt. Nur jetzt wird es halt knallhart und es ist nicht davon auszugehen, dass das jetzt nach 3, 4 Wochen vorbei ist, die Scheiße, sondern man kann mal davon ausgehen, dass das jetzt mal bis Ende des Jahres so bleibt. Also dass im Notfall das jetzt 9, 10, 11 Monate so geht, bis ein Impfstoff gefunden ist, bis die Lage dann im Griff ist. Denn sobald öffentliches Leben stattfindet, ist das Infektions- und Ansteckungsrisiko natürlich immens, immens hoch. Und Plauzi als Katastrophenschützer und jahrelang erfahrener Mann in Risikogebieten und in speziellen Situationen wie Angst, Adrenalin und Stress, kann ich euch ja nur sagen, Aufruf zur Ruhe erstmal. Respekt ist gut, Angst ist Fehl am Platz, Panik wollen wir vermeiden, indem wir drei ganz, ganz wichtige Sachen ab sofort machen. Wir werden versuchen, uns, wenn es keine Masken mehr gibt, unseren Mund zu schützen, ja, unsere Nasen, Schleimhäute, damit die Viren da nicht so einfach Spiel haben. Da sehen wir zwar aus wie Banderos, wie Einbrecher und Kriminelle, aber scheiß drauf. Hauptsache, die Viren werden etwas abgewehrt, ja, man schützt sich dadurch. Es ist ja schon eine Knappheit entstanden an Masken. Und deshalb empfehle ich auch darüber hinaus natürlich die Hände zu waschen. Sich nicht so oft mit den Händen, gerade wenn man draußen ist, ins Gesicht zu fassen, in die Schnauze zu fassen. Und ich ziehe das Ding jetzt mal wieder runter. Und gar nicht muss man so viel eigentlich desinfizieren, mehr auf die Hände gehen und achten mit normaler Spülseife, Kernseife. Die Viren auch, wenn nötig, rausrotzen. Und ja, ich achte darauf. Und ich tue das auch einhalten jetzt. Ich gehe jetzt auch wirklich nur noch raus, wenn es notwendig ist. Zum Beispiel zum Einkaufen oder mit dem Fifi, ne? Und wir werden uns heute noch mal ein bisschen was zu einkaufen im Markt, ein paar Notreserven. Wichtig ist, genügend Essensvorräte für die nächsten Monate einkaufen, weil wir wissen nicht, wie das jetzt noch weitergeht. Es wird wahrscheinlich dann nächste Woche das komplette öffentliche Leben in Deutschland lahmlegen. Und da sollten wir vorbereitet sein. Die Damen, kurzes Statement zur Corona-Krise. Habt ihr da mal kurz was zu sagen? Geht ihr gelassen entgegen oder sagt ihr, muss ich auch die Masken aufziehen jetzt? Am Montag wird ja alles zugemacht. Unis, Schulen und öffentliche Ämter, ne? Macht euch schon mal drauf gefasst. Und ja, genügend Essensreserven, da viel Plauzi, viel Konserven, viel Trockenfutter, sprich Reis, Nudeln, Kartoffeln. Dunkel und kühl lagern, damit es nicht kaputt geht. Alles in Tiefkühltruhe packen, in die Tiefkühlzelle, was geht. Kühlschrank auffüllen, genügend Vitamine, Obst einkaufen, damit der Körper genug Vitamine zugeführt bekommt. So dass man mal, sagen wir mal, für die nächsten 4, 5, 6 Monate ausgesorgt hat, ne? Da machen wir noch einmal ein Spezialvideo demnächst mal, nächste Woche oder irgendwann demnächst, im Notschutz-Zentralbunker bei meiner Oma in Odenwald, weil da sind wir wirklich bestens, finden wir beste Bedingungen vor mit einem Zentralbunker, mit einem Notschutz-Katastrophenplan für wirklich isolierte Einzelhaft, kann man fast schon sagen, isolierte Einzelhaltung vom Menschen, damit er sich nicht mit dem Virus in Berührung kommt. Darüber hinaus muss die Essensversorgung natürlich gewährleistet sein. Die Essensversorgung, die medizinische Versorgung und die Raumsicherheit muss natürlich gewährleistet sein, sodass da der Virus keine Chance hat. Und ich gehe ja halt mal davon aus, dass wenn es in den nächsten Monaten jetzt hier so weitergeht, dass natürlich jetzt mit den ganzen Firmen, die schließen und die ganze Wirtschaft kommt jetzt zum Erlahmen. Das geht mal 2, 3 Monate, 4 Monate geht das mal gut. Aber wenn es jetzt so länger anhalten sollte, dann wird die Wirtschaft auch mit den Krediten nicht weiterkommen. Wir werden da ganz schön in Bedrängnis kommen. Und ich gehe davon stark aus, dass die Wirtschaft kippt, hier das alles zusammenbricht.
der Euro kippt und dass es am Ende nichts mehr wert ist und wir somit jetzt schon vorsorgen müssen, dass es hier eine Rezession gibt. Das ist halt leider so das Szenario, weil es lässt sich halt jetzt nicht abdeuten, es ist jetzt nicht abzusehen, dass das in 1-2 Monaten weg ist, sondern es scheint jetzt eine längerfristige Schutzmaßnahme zu sein. Ich meine, die Schulen wurden ja auch alle bis 30. April erstmal gesperrt, das sind 6 Wochen und es wird dann auch verlängert. Und da ist jetzt ganz wichtig, erstmal die Fakten auf den Tisch zu bringen, Plauzi zuzuhören, weil ich bin Katastrophenschützer vom Katastrophenschutz, um erst einmal sich um seine Familie zu kümmern mit genügend Essen, ausreichend Verpflegung, ausreichend medizinischer Versorgung und die Raumsicherheit muss gegeben sein, dass der Virus da keine Chance hat. Ne? Achtet auf eure Hygiene, meine Freunde, und bleibt dran beim Hochsicherheitskanal, beim Katastrophenschutzbunker, Isolationsstation, Quarantänekanal, TV, Plauze, Digga, und passt auf, dass ihr hier schön die Masken aufzieht. Und wenn keiner Masken hat, zieht er hier die Bandanas auf. Alles scheißegal, okay? Ja. Und ich habe mir damit jetzt auch in die Fresse gegriffen, aber scheiß drauf, ne? Also, TV Plauze, zieht euch rein, die Scheiße.